Wikisana, die neue Plattform. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute tauchen wir wieder in die spannende Welt des Wassers, des sauberen Trinkwassers ein. Für uns ja elementar in jeder Situation. Und ich glaube, vielen von uns ist es bewusst, dass das Wasser nicht immer so ist, wie es sein sollte. Und was würden wir überhaupt in einer Krise machen? Und wen könnte ich da Besseres fragen als Nikolaus Hippe? Er ist Survival Coach und Wasserexperte. Er wird uns heute eine Wasserumkehr-Osmose-Anlage vorstellen. Er wird es dann noch ein bisschen besser erläutern und erklären, wie man das auch in der Natur ohne Strom benutzen kann. Eine ganz tolle Sache. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Nikolaus, schön bist du heute bei uns mit diesem wichtigen Thema, das uns alle betrifft und auch mir ein bisschen ins Bewusstsein gerückt ist in den letzten Jahren. Und ich bin schon sehr gespannt, was du da erzählst. Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Wir haben ja schon beinahe vor der Sendung, hättest du schon alle Fragen gestellt, weil du so interessiert warst. Gell? Musst du mich zurückhalten. Und Alexander will schon eine haben. Ich soll die gleich da lassen, hat er gesagt. Aber also, wir kommen erstmal ins Detail. Also mir geht's heute darum, wir haben ja schon viele Sendungen zusammengedreht und das war ganz, ganz oft das Thema, wie kann man dann, egal wo man ist, gutes Wasser trinken? Und wir wissen, dass heute unser Grundwasser nicht mehr die Qualität hat, die es haben sollte häufig, dass viele Schadstoffe drin sind und so weiter und so fort. Glyphosat ist ein großes Thema und so weiter. Und die, im Alltag ist es so, dass wir zu Hause gutes Wasser trinken müssen, aber auch wenn wir zum Beispiel unterwegs sind. Ich kenne das zum Beispiel aus der Segel- oder Motorbootbranche, dass man auf dem Schiff hat man zwei große Wassertanks dabei, hat aber muss trotzdem Trinkwasser in Flaschen kaufen, was man trinken kann, wenn man das Tankwasser nicht trinken kann. Und da ist ein weiteres Problem, was macht man dort? Das Weitere sind die Camper, alle, die mit ihren VW-Bussen oder so weiter unterwegs sind oder ihren Caravans. Und da ist es so, dass die ja auch immer Wasser zukaufen müssen, Trinkwasser. Und unser Ziel war es in den letzten Monaten, was können wir machen, dass all diese Menschen eine rundum sorglos Lösung bekommen, dass sie vielleicht eine Anlage an die Hand bekommen, die sie überall verwenden können. Das heißt, eine Anlage, die man zu Hause in der Küche anschließen kann, die man aber auch im Camper mitnehmen kann und mit ein paar Steckverbindungen sofort umziehen kann aus der Küche in den Camper oder auf die Segeljacht. Egal, wo man ist, oder aber auch, wenn irgendwie die Zeiten sich ändern und vielleicht unser Stromnetz zusammenbricht für ein paar Tage oder so, dass man trotzdem gutes Trinkwasser hat. Oder wir haben auch oft das Thema, dass wir von der Gemeinde eine Info bekommen, dass wir gerade kein Trinkwasser aus der Leitung nehmen sollen. Und dass man da in solchen Situationen einfach eine Lösung hat, die man überall anwenden kann. Und dann kommt man natürlich dazu, okay, das Ganze muss auch noch so sein, dass man sich das preislich leisten kann. Und da haben wir jetzt eine geniale Anlage herstellen lassen. Und zwar ist die relativ klein. Und wir haben Wert darauf gelegt, dass die Bestandteile, die verbaut sind, enorm gute Qualität haben. Weil oft sagt man dann, ja, okay, ich will was Günstiges haben und dann ist sofort die Qualität weg. Und jetzt muss man natürlich überlegen, welche Bestandteile darf man, wo darf man ein bisschen einsparen und wo darf man auf keinen Fall einsparen. Und das Wertvollste ist hier diese Membran in der Mitte. Die Membran ist bei einer Umkehrosmose das Herzstück, was das Wasser auf eine gute Qualität bringt. Okay. Und da geht es mir darum, dass wir auch hier uns prinzipiell unterhalten. Also es muss jetzt niemand diese Anlage hier kaufen, sondern es geht mehr darum, worauf muss ich ein Augenmerk richten, wenn ich mich mit gutem Wasser beschäftige und Wasser aufbereiten will. Und da ist es so, das hier ist eine Umkehrosmoseanlage. Für alle, die nicht wissen, was eine Umkehrosmose ist. Umkehrosmoseanlagen sind Anlagen, die eine Membran haben, hier in der Mitte ein Sieb haben, was so kleine Löcher hat, dass nur das Wassermolekül durchpasst. Das Wassermolekül ist das kleinste Molekül. Und egal, was man sich anstaut, Pestizide, Blei, Ablagerung, Asbest, alles Mögliche ist größer als ein Wassermolekül. Und wenn man jetzt ein Sieb hat, was ganz feine Löcher hat, sodass nur das Wassermolekül durchpasst, dann kann man Wasser wirklich wieder sauber machen. Und wie ist es, wenn man jetzt zum Beispiel in der Natur ist und das Wasser ist anderweitig verschmutzt mit Fäkalien oder Bakterien, ist das auch? Alles geht raus. Ja. Alles ist größer als ein Wassermolekül und eine Umkehrosmose schafft wirklich alles rauszubringen. Deswegen gehört Umkehrosmose zusammen mit Destillation zu den besten Reinigungsmitteln.
Wegen, die man dem Wasser machen kann. Ja. Ich muss, glaube auch eine reservieren. Ja, jetzt sind schon ausverkauft. auf jeden Fall ist es so, diese Membran ist das Herzstück von einer Umkehrosmose. Und es gibt fast keine anderen Reinigungsmöglichkeiten, die so gut reinigen wie eine Umkehrosmose. Und wir können mal kurz im Vergleich schauen. Wenn man zum Beispiel draußen unterwegs ist, im Outdoor-Bereich, gibt es ja viele Pumpfilter. Ich habe jetzt keinen Pumpfilter dabei, so ganz kleine Pumpfilter, wo man so pumpen kann. Das sind dann oft Keramikfilter. Die reinigen aber nicht auf dem Niveau wie eine Umkehrosmose. Oder das Gleiche ist auch, wir haben hier so super coole Wassersäcke. Man sieht, der ist viel gebraucht, weil ich den fast wöchentlich bei mir in den Kursen anwende. Und hier innen drin, in dem Sack, ist ein kleiner Filter. Vielleicht erkennt man den hier. Ja. Ja? Und dieser Filter reinigt auch gut, aber er bekommt trotzdem nicht alles raus. Weil das ist trotzdem danach Trinkwasser, aber wenn man wirklich alles raushaben will, selbst radioaktive Elemente werden zu 97% rausgefiltert. Oh, das ist ja großartig. Und das, darum geht es eben, dass man sagt, man darf keine Kompromisse eingehen gehen bei gutem Wasser. Und wenn man draußen ist und gutes Wasser trinken will, auch man muss ja gar nicht jetzt von einer Krise ausgehen oder von einer Survival-Situation, sondern allein, wenn ich mit dem Camper unterwegs bin und ich bin zum Beispiel in Italien, Frankreich, Portugal, Spanien unterwegs, dort wird häufig das Wasser geklort. Und wer will gerne Chlorwasser trinken? Schmeckt niemand von uns. Und dann geht man doch in den Supermarkt und kauft Wasser. Und da wird Müll produziert, was man nicht haben will. Man muss enorm viel schleppen aus dem Supermarkt ins Auto oder in die Yacht, je nachdem, wo man das Wasser braucht. Und da ist es halt viel praktischer, wenn man eine Anlage hat, die hat man dabei, die ist kleiner als oder gleich groß wie zwei Wasserflaschen und man kann unbegrenzt gutes Wasser produzieren. Und jetzt für mich noch als, als wirklich als Laie, ist das begrenzt, wie viel Wasser, das man da reinigen kann und wie schnell geht das? Kann man da, geht das lange, bis das Wasser gefiltert ist? Weil ich glaube, wir werden einfach gleich eine Runde Wasser filtern. Okay, ja. Okay. Was ich, glaube ich, davor noch erklären muss, diese Membran hält so lange, bis sie dicht ist, also bis wirklich sie einfach verstopft und dann funktioniert sie nicht mehr richtig. Entweder kommt dann kein Wasser, kein gutes mehr, also dass man wirklich merkt, dass der Wasserwert schlechter wird. Oder man merkt, dass nicht mehr genug rauskommt, dass die Flussmenge weniger wird. Aber dafür, das kommt darauf an, welche Wasserqualität ist das Eingangswasser. Also wenn ich Bachwasser reingebe, hält es länger, als wenn ich dreckiges Wasser, was wirklich Partikel drin hat, was braun ist oder so reinpumpe, dann hält sie natürlich nicht so lang. Und trotzdem ist das Geniale an der Umkehrosmose, dass die Hälfte vom Wasser oder zwei Drittel in den Abfluss wieder gebracht werden. Das heißt, es wird nur ein Drittel ungefähr vom Wasser oder die Hälfte wird zu Trinkwasser umgewandelt. Jetzt sagen manche, das ist ja Wasserverbrauch, aber man muss einfach schauen, wie eine Umkehrosmose arbeitet. Und eine Umkehrosmose funktioniert so, dass Wasser immer vorbeigespült wird und sie wieder frei reinigt, also wieder freischwemmt. Und dadurch hält sie so lange. Also man kann viele, viele tausend Liter Wasser damit filtern. Wenn man es im Haus angeschlossen hat, wirklich an der Hausleitung oder in der Küche, dann ist es so, dass man ein halbes Jahr bis ein Jahr die gleichen Filter drin lassen kann und dann muss man die Filter wechseln. Das hier sind die Filter außen. Das sind Vorfilter, die schon bestimmte Stoffe rausnehmen aus dem Wasser, bevor es überhaupt zur Membran kommt. Und die Membran selber, die reinigt dann das Wasser auf das enorm hohe Niveau, was wir dann trinken werden. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, welche Qualität hat diese Membran? Ist es eine Billigmembran, die billig hergestellt wird? Und da war ich vorhin stehen geblieben, wo darf man Abstriche machen an der Qualität? Es darf auf keinen Fall eine Billigmembran verwendet werden, weil die ist relativ schnell kaputt und hat auch keinen guten Rückhaltewert. Rückhaltewert heißt, wie viel Schadstoffe kann das Wasser, kann die Membran zurückhalten, bevor was durchgeht. Und deswegen haben wir darauf geachtet, dass die Membran eine enorm gute Firma ist, die das herstellt, also keine Billigfirma. Und dass auch die Filter, die außen dran sind, eine gute Qualität haben, genauso wie alle Einzelteile. Wenn man sich die ganzen Verbinder anschaut, wenn man dort Billigware nimmt, hat man entweder irgendwann mal einen Wasserschaden, weil sie nicht richtig halten, oder man merkt, dass zum Beispiel Weichmacher oder irgendwas drin sind und dann ist das Wasser wieder verschmutzt. Das heißt, wir achten darauf, dass auch das Wasser, wenn es dann gereinigt wurde von der Membran und wieder rauskommt, dass es dann möglichst wenig Kontakt zu Kunststoff noch hat. Zum Beispiel hat das hier dann ein Wasserhahn aus Glas. Ah, okay. Der Nachteil daran ist, der kann natürlich kaputt gehen, ist mir auch schon passiert, aber der Vorteil ist, Glas gibt keine Stoffe ins Wasser ab. Und wenn man gereinigtes, wirklich gut gereinigtes Wasser hat, dann ist es sehr transportfähig, weil es soll ja in unserem Körper transportieren, Schlackenstoffe abtransportieren und so weiter.
Und wenn das Wasser nicht transportfähig ist, dann kann es auch nicht transportieren. Das heißt, hier wird das Wasser transportfähig gemacht, was man auch messen kann. Und danach sollte es möglichst wenig Kontakt zu Kunststoff haben, zumindest zu schlechten Kunststoff. Und wir haben einfach gesagt, wir versuchen, dass es gleich ins Glas übergeht, also dass es gleich durch Glas durchfließt. Und deswegen haben wir diesen Glasauslass. Und das ist das Geniale, darauf sollte man achten, dass man da nicht an den Kosten spart. Das heißt, keine 40 oder 400 Euro Anlage nehmen oder 200 Euro oder Schweizer Franken, sondern wirklich schauen, wo ist die Grenze, dass man gutes Material hat. Und dann ist natürlich die Frage, man kann natürlich auch 2.000 bis 5.000 investieren in eine gute Anlage. Und wo ist da die Rechtfertigung vom Preis? Man kann nicht prinzipiell sagen, dass eine teure Anlage besser ist, sondern vielleicht ist einfach nur eine höhere Marge für den Hersteller oder für den Vertrieb da, sondern man muss wirklich da ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und wo es berechtigt ist, dass manche Anlagen einfach teurer sind, ist, wenn man auch auf den Komfortwert legt. Und da haben wir jetzt bei dieser Anlage ein bisschen Abstriche gemacht, damit sie eben um die 1.000 Franken oder Euro kostet oder sogar drunter, je nachdem, welche Zusammensetzung man nimmt. Aber da wollen wir gar nicht so sehr auf den Preis eingehen. Das kann man ja im Internet dann nachschauen, je nachdem, wie man sie sich zusammenbaut, modular, die Anlage. Aber das Geniale an dieser Anlage ist, man muss viel manuell machen und es ist nicht so viel automatisiert, aber dafür ist er halt ein bisschen günstiger. Und der Komfort ist halt bei einer normalen, teuren Hausanlage oder Küchenanlage ist es so, man dreht den Wasserhahn auf, das Wasser wird 15 Sekunden lang erstmal noch in den Abfluss geleitet und die ganze Anlage gereinigt, damit man kein Wasser trinkt, was schon abgestanden ist. Und hier gibt's das halt noch nicht. Das heißt, hier dreht man einfach diesen Hahn zur Seite und dann spült man 5 Sekunden und dann tut man erst Wasser abfüllen in sein Glas oder in seine Karaffe. Und dadurch muss man das einfach manuell, diesen Hebel betätigen, nach so und so viel Sekunden, damit man einfach kein abgestandenes Wasser trinkt. Aber das ist eben extra mit eingebaut, dass man das selber schnell machen kann. Und lauter solche Vor- und Nachteile gibt es halt und wir haben halt gesagt, hier versuchen wir, dass wir eher ein günstigeres Modell entwickeln, wo die Qualität stimmt, aber der Luxus halt nicht so da ist. Ja. Es gibt natürlich, wir haben auch eine Outdoor-Anlage entwickelt, die alle diese Luxus-Extras hat, dass man nichts machen muss, außer einen Hahn aufdrehen, aber die kostet halt dann einfach das Doppelte ungefähr. Ja. Und wie wird sie denn angetrieben, wenn man es jetzt nicht elektrisch macht? Ja, das ist das Besondere. Das ist meine große Impresse. Das ist sehr, sehr spannend, weil die normalen Anlagen brauchen ja Strom. Eine Umkehrosmoseanlage braucht immer Druck. Weil es muss Druck auf die Membran ausgeübt werden, damit das Wasser durchgedrückt wird durch diese Membran. Und hier bei dieser Anlage haben wir gesagt, wir brauchen aber auch Optionen ohne Strom. Das heißt, wenn man die zu Hause einfach in der Küche hinhängt, da gibt es so eine Halterung, so ein Clip, dann kann man den an die Wand festmachen, hinter Waschbecken. Sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber ist dafür ein qualitativ hochwertiges, günstigeres Modell. Und dann kann man dort wirklich am Waschbecken sozusagen gutes Wasser trinken. Und das funktioniert dann nur mit dem Wasserdruck, was in der Hausleitung ist. Und dann gibt es alternativ dazu natürlich die Möglichkeit, dass wenn man im Camper ist und keinen Wasserdruck hat vielleicht und vielleicht aus einem Bach oder aus irgendeiner Quelle oder aus einem Brunnen Wasser zapfen will, dann kann man das Ganze entweder per Hand machen oder mit einer 12-Volt-Pumpe. Und das kann ich kurz zeigen. Wir haben einmal hier diese 12-Volt-Pumpe. Und die 12-Volt-Pumpe, die Handpumpe. Die Handpumpe kann man hier pumpen und selber den Druck aufbauen. Das probieren wir gleich mal. Und des Weiteren haben wir hier drüben auch die Möglichkeit, diesen grauen Kasten, den haben wir entwickeln lassen. Der ist dafür da, um wirklich mit einen 12-Volt-Anschluss, entweder im Auto, also im Camper oder auch wenn man keinen Camper hat, aber sagt, es ist eine Krisensituation und ich will mein Haus verlassen und irgendwo zum Bach fahren, um mir Trinkwasser selber herzustellen, weil man sollte nicht Bachwasser einfach so trinken. Selbst bei Quellwasser muss man schauen, ob das gut ist. Man kann nicht prinzipiell sagen, dass jede Quelle gutes Wasser hat. Und dieser Koffer, der wurde entwickelt, dass man eben, egal wo man ist, wenn man eine Batterie hat oder auch so eine, ich zeige das mal kurz, oder auch eine externe Powerbank. Hier haben wir zum Beispiel eine sehr große, ja, aber es gibt ja auch kleinere Powerbanks, aber die hier ist sehr geeignet, um dann auch diese Wasseranlage mit 12 Volt betreiben zu können. Okay. Man kann sie aber auch ganz normal an 220 Volt anschließen, diese Pumpe. Dann kann man zum Beispiel, wenn man zu Hause ist, kann man die Wasseranlage mit der Pumpe versehen und mit 220 Volt anschließen und dann fließt einfach schneller Wasser. Dann produziert man in der doppelten Zeit gutes Wasser. Dieselbe Menge. Also man braucht dann nicht 5 Minuten, bis ein Liter Wasser produziert ist, sondern vielleicht nur 2,5 Minuten.
mega ausgeklügeltes System. Also es ist halt ich bin jetzt wirklich ganz ziemlich beeindruckt. Ja. Ja, es ist halt so ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja. Man kann es einfach überall anwenden. Ja. Und ich glaube, wir produzieren jetzt einfach mal gutes Wasser. Genau. Ja. Was du mir ja auch noch gesagt hast, das war meine Frage, man kann es auch in einer Mietwohnung anschließen, eigentlich überall, oder? Absolut. In der Mietwohnung ist überhaupt kein Problem. Man muss keine extra Löcher bohren und so weiter. Ich habe jetzt ein bisschen Wasser hergestellt, was nicht so lecker ausschaut. Einfach nur, damit man es hier vielleicht in der Sendung gut sehen kann. Ich würde jetzt einfach mal hier mit dem Glas zeigen, wie die Wasserfarbe ist. Ja, sehr milchig, das Wasser. Das ist natürlich, man sollte milchiges oder dreckiges Wasser nicht unbedingt durch so Anlagen durchjagen, weil die natürlich viel schneller alles verstopfen, diese ganzen Partikel. Aber es ist möglich, nur die Frage ist, wie viel. Da kann ich vielleicht noch hinzufügen, wir haben geschaut, dass bei unserer Anlage schon im Basispaket immer eine Ersatzmembran mit drin ist und zwei Ersatzfiltersets. Ja. Sodass, wenn man in einer dummen Situation ist und nicht einfach sagen kann, ich gehe schnell bei Amazon rein und bestelle mir neue Membranen oder bei uns auf der Website oder wo auch immer, dass man immer mindestens ein Ersatzset noch mit dabei hat. Und kann man das selbst austauschen? Kann man selber austauschen, das ist ganz einfach, dauert 5 Minuten. Und ich habe nur eine Frage, wann merkt man denn, also du hast ja gesagt, es ist ein weniger Wasserdruck und so, wenn es Zeit ist zum Wechseln, gibt es noch ein anderes Indiz oder muss man die Wasserqualität irgendwie mal überprüfen? Oder ja, es gibt ganz einfache PPM-Messer, TDS-Messer, dort kann man die Partikel messen, die im Wasser drin sind. Ah, okay. Ja. Und ich kann mir, glaube ich, so einen sogar in die Sendung werfen lassen. Soll ich das mal probieren? Ja? In der Kiste, der schwarze. Dankeschön. Ah, das ist wirklich an alles gedacht. Ja, man braucht ab und zu Helfer von oben oder von nebenan. Ja. Also das ist zum Beispiel ein TDS-Messer. Und das Geniale an dem ist, wir können einfach mal messen, je nachdem, wie gesättigt Wasser ist, kann es im Körper besser transportieren oder nicht. Ja. Das heißt, man sagt, wenn es unter 40 fremden Partikeln im Wasser hat, pro 1 Million Wassermoleküle, ist es sehr gut transportfähig. Ab 150 ist es bereits gesättigt. Ja. Das heißt, man kann, oder ab 150 ist bereits belastend sogar, ab 70 ist es schon gesättigt. Ja. Und da ist es ganz wichtig, dass man einfach sieht, wenn das Wasser schon gesättigt in unseren Körper reinfließt, kann es die Hauptfunktion, den Transport, nicht mehr erfüllen. Deswegen muss man beim Wasser darauf achten, dass man transportfähiges Wasser hat. Und wir können jetzt mal, ich glaube, das erkennt man auf der Kamera nicht, aber vielleicht kannst du mal ablesen, was hier steht. Ich weiß nicht, ob ich sehe ohne Brille. Wir probieren es, okay? Ob die Kamera besser ist oder die Moderatorin ohne Brille. Willst du mal kurz rankommen? Ja. Und einfach die Zahl ablesen, die du jetzt siehst. Das ist 159. Genau, 159. Ja. Das heißt, wir sind hier sogar schon im bereits belastenden Bereich von dem Wasser. Ja. Und jetzt können wir einfach mal, und wir messen das dann gleich nochmal, wir schließen jetzt mal die Anlage hier an. Darf ich dir den Schlauch geben mit dem Reinstwasser? Also für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ich verwende jetzt nicht diesen schönen Glaswasserhahn, weil das hier logistisch ein bisschen schwierig ist. Aber eigentlich würde direkt nach der Anlage dieser Glashahn angesteckt werden. Ich nehme jetzt diesen weißen Schlauch dafür, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Oh, ist toll, dass du das gerade vorführst, weil dann kann man sich's wirklich vorstellen. Vor und dann sieht man auch, wie einfach das ist. Geht es jetzt wirklich nicht? Weil ich bin jetzt technisch nicht so begabt, aber schau mal, ich zeig's dir einfach mal den Schlauch nehmen und hier reinstecken. Ja, das würde ich auch noch schaffen. Ja. Wir haben es wirklich versucht, eine Anlage für jeden herzustellen. Ja, das sehe ich. So, und jetzt können wir einfach ausprobieren. Ich lege die jetzt einfach mal hier hinten hin. Der rote Schlauch ist unser Abwasserschlauch. Den leite ich einfach wieder zurück in den Eimer, weil wir hier jetzt gerade kein Abwasser haben oder auch nicht in der Wiese sind. Dieser Schlauch hier ist zum Wasser ansaugen. Schauen wir mal, wie wir das logistisch gut hinbekommen. Kann ich noch etwas helfen? Ich glaube, es geht. So, jetzt probieren wir das einfach mal. Ich fange an zu pumpen und du sagst, wenn Wasser kommt. Schauen wir mal, ob die Kamera vielleicht irgendwie ein bisschen ranzoomen kann ans Glas. Jetzt habe ich gespült und jetzt kommt das, habe ich den Hebel umgelegt und jetzt kommt das saubere Wasser. Es dauert immer ein bisschen, die Membran muss erst Druck aufbauen.
Jetzt kommt's gleich. Ah, jetzt kommt's, ja. Oh, das sieht aber total, weil das bin ich aber echt beeindruckt. Weil ich hatte noch ein bisschen, weißt du, weil es war noch so Rahm und Fett und so, da habe ich gedacht, oh nein, das ist für sich, hey, das ist jetzt echt beeindruckend. Super, oder? Wahnsinn. Und jetzt machen wir gleich noch den Partikeltest. Wir füllen es noch ein bisschen voller, damit man wirklich erkennt, dass da wirklich Wasser drin ist. Das ist echt beeindruckend, weil ich habe dann noch gedacht, mit dem Fett und so wird es dann vielleicht ein bisschen schwierig, aber toll. Super, und jetzt haben wir ganz klares Wasser. Ja. Wir müssen jetzt kurz laufen lassen, weil der Druck sich langsam abbaut. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich glaube, wir haben aus dem Studio hier gerade ein kleines Versuchslabor gemacht. Und mit einer Assistentin, die nicht viel von Technik versteht, und ich habe es trotzdem geschafft. Ja, das war das Vorbildfunktion. Gell? Genau. Man muss nicht viel verstehen. Kann sich jeder dran wagen. Genau, du darfst mir den hier geben und jetzt tust einmal mit in den Eimer rein. Genau, super. Und jetzt darfst du selber einfach mal für die Zuschauer den Wert ablesen. 40. Ja. Das heißt, bis 40 hat das Wasser einen guten, sehr, sehr guten Transportwert. Super. Und jetzt haben wir auch gleich den ersten Liter genommen. Ja. Man sagt, wenn man wirklich das beste Wasser haben will, dann muss man einfach schauen, dass man den ersten Liter noch zur Seite pumpt, weil die Membranen bei jeder Umkehrosmoseanlage sich erst prall gefüllt werden müssen. Und erst wenn der Druck da ist, dann filtern sie zu 99% oder 98%. Ja. Aber ich finde das jetzt echt beeindruckend. Du darfst trinken und darfst mir sagen, ob es nach milchigen Sachen schmeckt oder... Nein, das ist ja noch ein Putzheimer. Wir haben auch noch den Putzheimer gemacht. Wir haben auch noch alle möglichen Schadstoffe mit drin. Also wenn ich dann immer noch fit bin nach der Sendung, dann, nein, es ist tipptopp. Super, oder? Du hast mich testen lassen, mich selbst. Sicher, ich muss ja danach vielleicht noch irgendwie nach Hause kommen. Nein, es ist wirklich, also ich bin beeindruckt, weil ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht mit dem Fett, ob das dann geht. Ja. Aber wenn ich einen schlechten Filter hätte, dann würde alles halt wieder durchgehen. Ja. Aber man merkt wirklich, diese Anlage kann einfach alles. Und auch wenn man sie jetzt auch noch an diese 12 Volt Pumpe anschließt, dann produziert sie halt, wenn man zu Hause ist, muss man nicht ganz so lange warten, bis Wasser da ist, bis man wirklich auch seinen Krug gefüllt hat. Oder halt auch auf dem Schiff hat man ja einfach eine Bordbatterie oder auch einen Camper. Ja. Und dann ist es ja angenehm, wenn ich jeden Tag ein Workout machen muss, sondern einfach so eine elektrische Pumpe zur Verfügung habe. Aber wenn halt nichts da ist und man sagt zum Beispiel, hey, ich bin auf meiner Berghütte, wo ich keinen Strom habe, obwohl die ja inzwischen auch oft Solarpanels auf dem Dach haben, oder wenn ich eben in einer Krisensituation mein Haus verlassen muss und sage, okay, wir haben zu Hause kein Trinkwasser mehr, weil in dem Moment, wo Stromausfall ist, ist nach ein paar Stunden auch Schluss mit Trinkwasser. Ja. Dann fließt nichts mehr aus der Leitung. Und dann muss man ja wissen, wie bereite ich mir Wasser wirklich gut auf, in eine gute Qualität. Und da muss man einfach sagen, alles, was nicht Umkehrosmose ist meiner Meinung nach nicht 100% sauber. Und ich bin der Meinung, dass besonders in unserer heutigen Zeit, wo wir so viel Wert auf gute Ernährung und so weiter legen, dass wir da auch darauf achten, wie unser Trinkwasser beschaffen ist. Also für mich ist das jetzt auch wieder, weil ich habe mir das auch schon oft überlegt, aber wenn es dann zu kompliziert wird oder eine zu große Anlage, dann schreckt man ein bisschen zurück. Aber du hast das jetzt so toll erklärt, dass ich das wirklich verstanden habe, um was das es geht, oder? Ja. Das ist wirklich sehr beeindruckend, weil sonst hätte ich mich nicht getraut, das Wasser zu trinken. Ja, danke für dein Vertrauen. Und was halt wichtig ist, man muss schon dazu sagen, wenn ich jetzt mir eine Anlage aussuche für mein Zuhause, für meine Küche, dann muss man schon überlegen, ob das hier die richtige ist, diese Anlage. Weil es ist schon so, wenn man über lange Zeit die gleiche Anlage zu Hause hat, dann kann man sich auch ein bisschen mehr Luxus gönnen. Und wenn man dafür ein bisschen mehr investiert und dann aber 10, 20 Jahre gutes Wasser hat und weniger Aufwand, dann rentiert sich das schon. Also ich habe ja damals eine Vergleichswebsite aufgebaut, weil ich gesagt habe, auf dem Wassermarkt gibt es so viele Hersteller und so viele Anbieter, was ist denn jetzt gute Qualität? Und dann habe ich meine Website aufgebaut, darf ich die hier sagen, oder? Ja, das ist mein-wasserfilter.com. Auf der Website zum Beispiel kann man vergleichen, was für Anlagen gibt es und welche passt denn genau für mich. Weil oft ist ja so, dass jeder Hersteller einfach seine Anlage anpreist, dass das die beste ist, was ja sein kann. Aber man muss sich ja mehrere Meinungen einholen. Und da haben wir einfach ganz viele Anbieter, die unserer Meinung nach gute Produkte haben. Wir haben keine Anbieter auf unserer Website, wo wir nicht überzeugt sind von den Produkten. Und da kann man sich auch ein bisschen informieren, will ich in der Wohnung, wenn es nur für die Wohnung sein soll, nicht eine hochwertigere Anlage haben, die einfach mehr Luxus hat. Deswegen ist sie hochwertiger.
Und dann kostet die vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür muss ich nur einen Wasserhahn aufdrehen, muss mich um nichts kümmern. Und das sieht auch natürlich, wenn ich hier so weiße Filter drin in der Küche hinterm Wasserhahn stehen habe, dann sieht es halt nicht so gut aus. Ja, aber ich muss halt gut rankommen an diesen Hebel, um immer kurz spülen zu können. Ja. Das heißt, wenn ich immer unter das Waschbecken kriechen muss, um diesen Hebel zu betätigen, ist das sehr viel Aufwand. Deswegen ist es da einfach manchmal sinnvoll auch zu sagen, okay, ich hole mir eine Anlage, die ist irgendwo unten drin verbaut, die sehe ich nicht. Man sieht nur ein Metall, einen Edelstahl-Wasserhahn, den drehe ich auf und es kommt gutes Wasser. Okay. Das kann auch das Richtige sein. Aber in dem Moment, wo man rausgeht, entweder mit dem Camper oder ich habe ja alles schon genannt, für Krisenvorsorge oder mit dem Schiff. Dann ist natürlich cool, wenn man so eine Kombianlage hat und vielleicht abschließend bei einer Umkehrosmoseanlage muss man immer dran denken, dass diese Membranen, wenn die einmal gewässert wurden, wenn die einmal nass sind, kann man sie nie mehr trocknen, weil die so eng zusammenliegen. Und das bedeutet, wenn sie einmal gewässert wurde und mehr als 4 Wochen liegt, dann kann das verkeimen. Und wenn es einmal verkeimt ist, kriegt man es auch nicht mehr richtig sauber. Also man kann das noch desinfizieren mit Wasserstoffperoxid und so weiter. Aber irgendwann bildet sich so ein Biofilm und der geht auch nicht mehr weg durch Desinfektion. Ja. Und dann will man das auch nicht haben. Aber dann kann man die Membran wechseln, aber es kostet halt. Aber da ist es halt wichtig, dass wenn man die Anlage hier hat, das ist halt eine Kombi-Anlage, die kann ich im Camper haben und wenn ich fertig bin mit meinem Urlaub, dann nehme ich sie wieder mit ins Haus oder nehme sie mit dem Schiff oder nehme sie mit ins Hotel. Man kann sie auch einfach im Hotel anschließen an den Wasserhahn vom Hotel. Da schraubt man einfach schnell das Sieb runter und schraubt den Adapter drauf und kann dann auch im Hotel. Das ist aber auch genial. Man kann überall gutes Wasser haben. Es ist jetzt auch nicht riesig für den Transport. Das kann man sogar ins Handgepäck tun, das kleine Ding. Gell? Jetzt sind wir schon über die Zeit, aber es war so spannend, aber ich muss trotzdem langsam abschließen und man kann sich auch bei dir beraten lassen. Ja, also es gibt immer gratis Beratungsmöglichkeiten, auch auf unserer Website mein-wasserfilter.com kann man einfach einen kostenlosen Beratungstermin direkt mit Zeit schon buchen, dann und dann hätte ich Zeit und meine eigentliche Website ist ja, meine Hauptwebsite ist ja meine Survival-Website, survival-coach.com. Nicht Survival Couch, sondern Survival Coach. Und da haben wir auch diesen Wasserfilter eben für unsere gesamte Survival Community, die inzwischen doch sehr groß ist, wo die Leute auch sehr begeistert sind, dass sie einfach diese Anlage auf viele Aktionen mitnehmen können, wenn sie raus zum Campen gehen und so weiter. Ja, dafür ist sie natürlich auch geeignet. War schön. Ich freue mich schon auf die nächsten Sendungen. Ganz informativ und auch für mich wirklich total gut verständlich. Vielen Dank, Nico, warst du heute da. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank. Und ich denke, es ist Ihnen wie mir ergangen, wieder so ein feuriger Input für sauberes Wasser. Und wenn wir daran denken, dass wir ja wirklich Wasserwesen sind, muss man sich vielleicht wirklich überlegen, welches Wasser man täglich trinkt. Bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.